Und herzlich willkommen zum 129. Part. Ja, ihr habt richtig gehört, 129 Parts, Leute. Wenn euch der Part gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen und würde den Kanal beim Aufbau unterstützen. Sehr gut. Und was ist mit dir los? Was ist das hier? Das hatte ich ja noch nie. Oh nein, meine Sachen. Ah, shit, was ist das? Stimmt, im letzten Part, Leute, ging es darum, seine Sachen wurden gefändet, obwohl es nicht seine sind, aber keine Ahnung, never question the logic, the logic, vor allem nicht die von EA und Maxis. Der Verlust seiner wertvollen Besitztümer macht Aaron schwer zu schaffen. Es ist nicht leicht, all die Rechnungen zu bezahlen, aber die Folgen, wenn man es nicht tut, können noch schlimmer sein. Welche Rechnung? Warum muss er die Rechnung bezahlen? Das ist ein kleiner Bengel. Und wer hat den da rausgeholt? Octavia, setz ihn wieder da rein. Meine Fresse, ey. Du setzt ihn jetzt da wieder rein. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Der wird da jetzt wieder reingesetzt. Er hat nicht aufgegessen. Meine Fresse. Setz ihn rein. Und wehe, du holst ihn noch einmal daraus. Wehe. Und auch wenn er das sagt. Wehe. Mach hinne. Arschloch. Beweg deinen Arsch. Octavia. Gut, du fliegst so weit raus oder stirbst. Es reicht mir mit. Es reicht. Es reicht wirklich. Entweder bald aus dem Haushalt raus oder tot. Eins von beiden wird bald passieren. Und sie war duschen. Nein, du isst jetzt Erbsen. Na, mal auf. Obwohl, Elsa könnte auch mal drauf gehen eigentlich. Oder ausziehen. Ja, besser ausziehen, ich will nicht, dass sie stirbt. Elsa kann eigentlich direkt ausziehen. Die kümmert sich doch eh nie um ihren Sohn. Ich meine, von alleine, also. Scheiß mal auf ihn. Sascha, du kümmerst dich mal um den Christian hier. Oder was sein Essen, nee, ne? Obwohl, nee, machst du nicht, machst du. Aber eigentlich stimmt, sie kümmert sich ja eh nie darum, also. Was muss sie dann noch hier sein? So. Du kannst da mal eben hier gute Nachtgeschichte vorgelesen bekommen von deiner Schwester. Und du, geh mal richtig pennen. Nein. Nein. Richtig pennen. Ja. Eigentlich kann L sein. Der macht eh nie irgendwas Sinnvolles. Also. Und ich will sie auch irgendwie nicht mehr hier. Oh, sehr gut. Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall bald. Aber erstmal muss ich mich auch den Job kümmern. Bisschen. Für die, den Auftritt, der ja heute stattfindet. Da sind wir auf jeden Fall dabei, Leute. Wie ich schon im letzten Part erwähnt habe. Hey, ich habe gehört, dass ich mit Uta angefreundet habe. Sie ist ziemlich cool. Ja, Kyle, du bist auch cool. Sie ist cool. Also ihr seid beide echt tolle Frauen. So, Spielzeug. Okay, das solltest du machen. Und du. Könnte eigentlich doch bleiben, weil sie ist eine echt gute Mom. Sie kümmert sich von allein um ihren Sohn. Und das ist halt der Vorteil bei ihr im Gegensatz zu Elsa. So, du kannst mal sagen, willst spielen hier? Spielen. Ja, jetzt kümmerst du dich um den oder was, du Arschloch? Elsa, du blöde Fotze. Du bist echt so eine Fotze. Ganz ehrlich, lass die Scheiße sein. Du fliegst raus aus dem Haushalt. Du gehst mir so auf die Nerven. Okay, dann gib ihm Essen, fett. Blöde Kuh. Meine Fresse, sonst kümmert sie sich nie um ihren Sohn. Dann, wenn sie um den gekümmert wird, dem eine Geschichte vorgelesen wird, dass der Schlaf bei der voll im Eimer ist, da muss sie meinen Scheiße zu bauen. Hör auf damit. Gib dem jetzt Fressen und dann bist du raus hier. Bevor ich dich noch töte. Ja, gib ihm Essen. Warum werd ich jetzt hergerufen, KI? Bist du irgendwie ganz bescheuert? Toll, danke, Elsa. Nur wegen deiner Scheiße. Und wehe, der geht da runter. Und wehe. Gib ihm Essen, lass ihn essen und dann bringst du ihn ins Bett, Arschloch. Mir egal, wie scheiße es hier geht. Level 6er Schauspielfähigkeit habe ich. So hoch schon. Sascha kann jetzt
eine Action-Szene spielen. Er kann aus dem Vorgehen nicht gelangweilt zu sein, um sich selbst vor Langeweile zu schützen oder ein langweiliges Gespräch zu retten, um alle vor Langeweile zu bewahren. Ja, nice. Ich habe Superkräfte. Immer mehr und mehr. Und das Sofa ist weg. Das ist echt. Also das waren die Super-Show. Oh, ich weiß, ich sollte ja raus. Nein, er wird dann nicht abgewählt. Das hasse ich auch, dass die sagen, ich will da raus und die Chars machen das direkt. Ohne mal zu sagen nein. Weil ich kann es nicht abbrechen, Leute. Ich hab's versucht. Ich versuch's auch weiter, es geht nicht. Das ist so scheiße gemacht, das sollen die mal beheben. Ah, okay, gut, es geht. Gott. Also kann sein, dass sie es angepasst haben oder dass halt, ja. Ja, geht, wenn es halt nicht zu spät ist, aber mir geht es trotzdem auf die Nerven, dass ich das halt nicht einfach immer abbrechen kann, weil die sollen eigentlich dann essen, wenn sie hier drinnen sitzen. So, du kannst dir mal eine Geschichte vorlesen, da sonst. Und zwar Vorrang. Mach Vorrang. Vor der Umwelt wird wegen deiner Scheiße. So, die nächste, die baden geht? Schwimmen geht? Sehr gut. Haushalt wird fitter auf jeden Fall. Und fett sind sie auch oft genug geworden. Obwohl, ich kann mich doch auch mal meine Kiddies kümmern, Mama. Ich voll Idiot. Es tut mir leid, Sohn. Und anderer Sohn. Es tut mir leid, euch beiden. Ihr beiden, aber ich. Ja. Ah, das Spielzeug präsentiere ich. Autos und Spielzeugautos, ein Heli und Monster. Ja, das ist ein Monster, das kriegt euch auch. Ja, das ist klasse. Ein Heli! Schaut euch das an, ein Heli. Klasse. Und das ist ein Ferrari, Leute. Das Schneefest hat begonnen. Was? Schneeskulpturen und Schneemänner warten auf dich. Ja, das hatte ich noch nie wegen dem neuen Skatings. Schneefest. In der Nähe von unserem Badehaus. Spaß im Schnee, stell deinen Können im Schneemann unter Beweis, amüsiere dich im Schnee, weil es braucht's überall. Warum? Check, stylisch, check, perfekt zu andenken und an den Ausbruch zu den Pisten, check. Skulpturen ansehen, die Kunstwerke werden komplett aus dem Schnee geschaffen, sind dann viel größer als der normale Schneemann. Mit Ikayaki aufwärmen, probiere etwas Neues, hol dir am Festival erstens schon ein köstliches Ikayaki. Schließlich kann man nicht jeden Tag von sich behaupten, gegrillten Tintenfisch gegessen zu haben. Ah, okay, dachte ich schon, dass Tintenfisch ist. Ich habe zwar keine Ahnung, was das Wort wirklich Tintenfisch bedeutet, aber ja. Ich bin auch kein Asiate, also ja. Kein Wunder, dass ich nicht weiß. Aber es ist bestimmt auch schwer, asiatisch zu lernen. Ja, toll, jetzt ist der Ohnmächtig geworden. Danke, Elsa, du blöde Kuh. Verpiss dich aus dem Haushalt. Du gehst raus. Aus dem Haus. Raus, raus aus meinem Haus. Heißt es dann. Gut, der wird Flashkarten beigebracht, das ist super und der schläft. Okay, der geht schlafen, gut. Ignoriert seine Mom und geht einfach pennen, perfekt. Das machen wir aber noch fertig mit dem Video, bevor wir zum Schneefest gehen. Das Video aufgenommen hier. Und auch wegen der Gelegenheit. So, zack. Zack, hoch damit. 13.000 Follower. Sehr gut. Sascha, das Material ist einfach spitze. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nicht das auswählen, das hier auswählen. Schneefest besuchen. Wer kommt alles mit? Wen sollen wir mitnehmen? Yuki, Candy, Tonya. Obwohl, Haushalt kann eigentlich nachkommen. Eventuell. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit. Du kannst mitkommen. Du kannst mitkommen. Bass würde ich auch gerne mitnehmen und Kyla. Ja, die sehe ich sowieso. Und Kyla bin ich befreundet. Deswegen mache ich das so. Obwohl, Sophia kenne ich gar nicht mehr, das Problem. Und Luna. Ja, es geht alles so schnell runter, ey.
Ja, aber Mikro ist nicht so wichtig. Und dich kenne ich. So. Deswegen Lu. Und auf hier wohl clever. Ja, Luna wird ich aber auch gerne dabei haben. Deswegen fliegt hier die raus, die am höchsten ist. Ja, Dings. Und das würde ich sagen, ist Lilith. Sorry. I have to do this. So. So, perfekt. So. Wir gehen zu Schneeball. Und meiner wird in diesem Part. Das rockt mich. Obwohl, vielleicht mache ich das dann mit dem Dings im nächsten Part. Wie mache ich das am besten? Gute Frage. Ich würde sagen, erstmal gönne ich mir einen neuen Tee. So. Und dann würde ich sagen, kümmere ich mich mal um was zu essen nach dem Part. Aber ich bin so gehypt auf den Part, ich bin so gehypt auf Sims. Da vergesse ich schon mal das Essen. Ich einfach unverbesserlich. Wie spät ist es eigentlich? Ja, 5 ist okay. Könnte ich mich eigentlich zum Weg zum Maker's machen eigentlich? Ja. Und wo ist mein Ding so? Abgeblieben. Na, keine Ahnung. Wird eventuell wieder auftauchen? Ja. Geht's jetzt weiter? Dankeschön für den langen Ladebildschirm. Yay! Mein Tee ist auch fast fertig. Naja, was heißt fast fertig? Ich habe ihn ja gerade erst den Beutel ins Dings getan und Wasser reingeschoben. Also echt ein geiler Tee, mediterraner Pfirsich, Leute. Bester Tee auf dem Auge. Besser als jedes andere Getränk, was ich je getrunken habe. Und ja, alle sind mit dabei. Okay, wir sind hier im Schneefest in einem Lodge anscheinend. Octavia hat ein Karton Butter-Eis hergestellt. Whatever that is. Das ist ja Material, Spitze, ja. Dabei war es noch nicht mal meine Gelegenheit. Wie so oft. Outfit ändern, Badekleidung anziehen, okay. Ja, was können wir jetzt hier machen? Abschluss verstanden. Verbessern, anzünden, Brandmelder. Das könnte ich machen. Aber nee, wir gehen alle mal in heißer Quelle relaxen. Also ich gehe das mal machen. Aber eigentlich können wir alle das machen, Leute. Mehr Runde bilden, und zwar machen wir jetzt hier einmal ihr alle und ich. Wir sind die Runde hier. Können wir zusammen machen. Kommt, Leute. Lasst uns zusammen nackt baden. Ah, geht leider nicht. Schade. Schade. Oh Mann, ich wollte eigentlich mit denen zusammen nackt baden, aber na. Erstmal wird hier relaxed direkt. In der Quelle. Yeah. Yeah! Naja. Sie ist halt ein bisschen old school. So. Aber die anderen haben echt schöne Bikinis. So, dann möchte ich gerne hier die Tür zu. Dass keiner hier vorzeitig abhaut.
Aber warte mal, ich habe eine Idee. Tür, Vampir, jeden außer Sascha, also. Der darf ab rein und raus gehen, wann er will, der Rest bleibt hier. Und du kannst mal hierher kommen. Genauso wie Elsa. Ihr seid eh unnütz zu Hause, also. Schmutzige Quelle, mein schmutziger Quelle war. Ja, toll. Säubern kannst du mal machen. Kannst du mal hier hingehen jetzt? Jetzt nebel hier importen. Ihr dürft auch mal in die Lodge fallen. Ah, seid ihr schon. Unbekannter Anrufer. Sie werden bald kommen. Moment, wer ist da? Haha, ich hab dich reingelegt. Na echt jetzt? Wow, was für ein toller, überzeugender Joke. Also, Timmy, den hast du gut gemacht, 10-Jähriger. Nein, Kyler! Und wo bist du überhaupt? Du solltest hier mitbaden. Hast du schon wieder Nein gesagt, oder was? Kyler, bist du hier? Nee, Kyler ist nicht mitgekommen. Mal wieder. Mal wieder hab ich sie eingeladen und es passiert nichts. Sie sagt noch nicht mal ab. Was ist das für eine Scheiße? Sascha, kannst du mal raus aus der Quelle gehen? Und oh. Sascha, beweg deinen Arsch da raus. Oh, Cleo hat doch richtige Kleidung an. Oh, Buggy. Perfekt. Leute, rennt jetzt mal raus aus dem Scheiß. Oh Mann, ey. Ich bin mal wieder verbuggt. Yay. Yeah. Du kannst das mal säubern eben. Kannst du die Tür zumachen? Nee. Tür abschließen. Alle außer mit. Die Gruppe. Perfekt. So, gut. Wer ist das hier eigentlich? Die eine hier. Wer bist du? Was machst du hier? Ist das dein Haus? Onsen-Personal Kumiko Nakayama. So, jetzt habe ich sie aber. Okay. Ach so, das ist gar kein Dings, das ist nur ein Personal-Ding hier. Mein geht super, abgesehen davon, dass er verbuggt ist. Mal wieder, ist ja nichts Neues. So, Komplimente machen, wenn du nicht verbuggt bist. Ja, kann meiner aufhören, verbuggt zu sein? Dankeschön. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, dass sie was geklaut hat, aber naja, gut. Deswegen ist sie wohl so gut. Sehr gut, das Wasser ist jetzt frisch. Sehr gut. Und sie gehen wieder direkt rein in die Quelle. So, Yuki. Knuddeln. So, sehr gut. Auch die Mucke gefällt mir. Ist richtig so mediterran irgendwie. Richtig gechillt. Die Mucke. Bad Neuum. Genau. Banachoyo, hoyo hoyo. Obwohl, wisst ihr was? Irgendwie habe ich gerade Bock hier zu erkunden. Obwohl, ich habe 20 Stunden Zeit. What? Achso, ich dachte, ich hätte jetzt Zeit, weil dann hätte ich ab. Also jetzt den Scheiß, deswegen habe ich es abgebrochen. Aber schaut euch mal den Kuss hier an. Wow.